Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von Ark Survival Evolved. Und im Regen mit mir stehen die Danu. Servus. Hey. Und der Obi Lee da oben auf dem Kanu. Hi. Und ja, wie angekündigt, wir starten unsere Expedition zur Höhle. Das wird die Eishöhle sein, die irgendwo hinten bei dem Berg da ist. Oder wie war das, ne? Ja, man muss runter zum Meer und dann den Weg folgen. Irgendwann da hinten auf der Hälfte des Eisbioms gibt es dann einen Weg nach unten. Wir werden schauen, dass wir es finden. Und haben uns tüchtig ausgerüstet, unter anderem auch mit Affen, die hier auf ihren Einsatz warteten. Ne? Also es sieht toll aus, muss ich sagen. Mein Charakter ist wieder ein Träumchen. Mit Affe da hinten. Der ist gut getarnt im Pelz. Ja, ja. Aber Danu, du hast keinen. Nein. Oh. Ich habe keine Lust, das Viech nachher zu suchen. Das könnte passieren. Nee, ja. Danke. Wenn sie draufgehen, gehen sie drauf, hol ich mir neue. Ja, die sind so ein bisschen unsere Versicherung sozusagen für die Zeit zumindest, für diese Überleben oder für die wir sie mitschleifen können. Wir müssen mal gucken, die Höhle ist wohl sehr eng, daher geht es nicht mit den Katzen rein, sondern wir müssen so, ohne Begleitung rein, außer eben jenen Affen und dann, naja, erhoffen wir uns dadurch wenigstens so ein bisschen Unterstützung. Gut, ich würde sagen, das Expeditionsteam kann starten, das etwas bekloppte Expeditionsteam. Ja, das macht doch Hoffnung. Wir haben dabei, das kann man ja auch mal erwähnen. Ach Mist. Wie oft wolltet ihr jetzt die Türe zumachen? Was? Ich habe einmal gedrückt. Hat jeder einmal gedrückt? Nein, ich nicht. Aber ich gesehen, ob das die Tür zugeht. Wir haben dabei einmal Stimulantien, das seht ihr unten rechts, die habe ich mir gleich auch in die Schnellzugriffsleiste gelegt, für den Fall, dass wir dort eben, und das wird passieren, betäubt werden von Skorpionen und dergleichen. Schlangen. Bin Skorpione sind da nicht? Skorpione weiß ich nicht. Also oh, da unten haben wir ein Spino. Weiß ich. Was ist ein Spino hier im Eis? Ja. Nein, ja. Da unten im Wasser. Ja, ja, ist ja quasi Eis. Was hat er denn? 48er Mail. Kann getrost weiter schwimmen. Seien wir futtern ihn zwecks Level. Naja. Der wird eh vom Vögeln oder dem Piranhas gefressen. Ja, ja. Ja, also Stimulantien sind dabei. Dann sind dabei die Medical Brews heißen sie, glaube ich, ne? Die Medizinfläschchen letzten Endes. Die hat Obi Lee, wenn ich das richtig verstanden habe, noch zusammengezimmert. Und jetzt wird gefrühstückt. Wir haben immerhin früh am Morgen. Meist mittags haben wir's. Nee, hier im Game ist aber sowas von früh Ach so, am Morgen. Im Spiel, ja. Mhm. Mein Affe hat übrigens auf dem Dino sitzend mitgemacht. Das finde ich gut. Der hat mit Kacke geworfen vom Dino aus. Ich glaube, die sind auch auf Attack Your Target eingestellt. Hui. Die haben wir dabei und dann haben wir noch, was sich allerdings so nicht unbedingt als praktikabel erwiesen hat, dabei diese Curry, wie heißen sie denn? Briar Curry, genau. Das ist ein Gericht, was man reinschmeißen kann, um... Ne? Von hier. Geht ab. Was man reinschmeißen kann, um ein bisschen resistenter gegen Kälte zu sein. Was ein Gemetzel hier! Jetzt hat mein Höhlenraptor endlich auch mal was gekillt. So. Was man einsetzen kann gegen Kälte, damit man da ein bisschen resistenter ist. Und das hat allerdings nur eine Haltbarkeit von 20 Minuten im Dino. Also wenn man es... Ja, wenn ich es richtig... Da sind nämlich so... Oder was soll das heißen? Nee, die halten länger. Hält länger? Ja, man sollte die Zahlen richtig lesen können. Okay. Also hier pfeift es übrigens im Hintergrund. Ich glaube, das ist dein Lüfter wieder, gell? Ja, noch weiter weg kann ich ihn aber nicht stellen. Oh ja, gut. Müssen wir mit klarkommen. Mann, schon wieder den Kill geklaut bekommen hier.
Was heißt geklaut bekommen? Immer diese Gefräßigen. Oh, mein Affe ist total am Durchdrehen hier. Er brüllt die ganze Zeit. Der sagt schon, bring mich zurück, bring mich zurück. Ja, genau. Der schreit immer rechts, links, rechts. Oh je, dann hat er bei dir viel zu tun. Genau. Wie du da im Auto so ungefähr. Oh, H1Z1. Das war eine Nummer. Das habe ich so gefeiert. H1Z1 Autofahrt durch Nacht und Nebel. Und das Auto war im Arsch. Und dann habe ich überhaupt nichts gesehen. Und die Dano hat mich versucht, irgendwie zu dirigieren. Ja, weil ich irgendwie mehr gesehen habe als du. Ja. Hier rechts runter, war's oder? War zwar auch nicht viel, aber... Ja. Oh, wie schön, dass ihr alle über den Baum stammen könnt. Es geht doch nichts über springende Dinos. Fliehen die eigentlich? Die fliehen, ja. Das sind Fluchttiere. Fluchttiere, na dann lass sie fliehen. Herrlich. Oh, ist mein Raptor außer Atem. Das gibt's ja gar nicht. Ah, wieder viel zu viel gesprintet, ne? Nö, ach, hier sind nur... Das ist ja Wahnsinn, wie viele Katzen hier so unterwegs sind und... überhaupt was für ein Viechzeug. So. Muss ich mal wieder kurz außer... bisschen durchpusten. Ja, komm. Ja, die Proportion... Öl könnte man massig mitnehmen. Das hat sowieso was von hier, ne? Bremer Stadtmusikanten. Raptor, T-Rex und Affe übereinander gestapelt. Der arme Raptor. Da eben. Was der da zu tragen hat bei diesen Proppen da oben drauf. Welche sind denn hier überhaupt die Ölsteine? Ach, hier gibt's Ölsteine? Ja. Ich meine, die sehen ein bisschen dunkler aus. Hau drauf. Stone? Öl. Ja, hier kommt Öl raus. Ach, das sind die Ölsteine. Das sind die Ölsteine und davon gibt es massig. Ups. Was glaubt ihr, woher ich immer das Öl hole? Voll. Tatsache, 6 Öl mit einem Schlag. Okay. Ja, kriegst doch mehr als 10 manches Mal. Naja, also ich habe jetzt 22 rausgekriegt. Ich bin durchaus begeistert. Stein schmeiß mal wieder weg, das ist jetzt gerade zu schwer. Das Öl versuchen wir aber mal mitzunehmen. Ja gut, krass. Decken wir uns doch gerne mit ein. Muss ich sagen, nee, dann hat das Schneebiom ja auch nochmal was richtig, richtig Gutes. Nicht nur, dass es schick aussieht. Problem. Welches? Mann über Bord. Was ist denn, wenn ich jetzt hier runterfalle? Ja, also... du könntest versuchen nach links, da geht's relativ... Ja, so hab ich's. Oder so. Ach, das war glatt. Bin ich glatt ausgerutscht. T-Rex voraus. Ist das hier Eisen? Das ist auch noch Eisen. Was hier an Ressourcen liegt. Oh, hier gibt es einiges. Boah. Sag mal. Oh, Level 12. Bist du schon wieder abgestürzt? Hier ist eine Spalte gewesen. Da kann doch keiner ahnen, dass hier ein Loch ist. Findest aber auch wirklich jedes Loch, oder? Jetzt haben wir nämlich ein Problem. Das kann nämlich eins der Löcher sein, aus dem man nämlich nicht mehr alleine rauskommt. Ich glaube. Bin nur gespannt, ob du den überhaupt greifen kannst, so wie der da drin hängt. Ja, das müsste gehen. Dürft gehen, ja.
Wahrscheinlich. Und jetzt fällt er gleich wieder rein. Ja, der ist mir egal, ich bin mit dem Vogel da und der bleibt jetzt auch da. Ja, das ist gut, da bin ich dafür. Ach ja. Raptor ist soll gerettet. Soll ich dich gleich schleppen, Kuya? Wäre vielleicht manchmal sinnvoll. Nicht. Ah, jetzt hat es mich kurz durch den Boden gebackt. Oh yeah. Ja, das war beim Greifen, wo die Danu mich gegriffen hat. Was machst du denn jetzt, Tobi, Danu? Wo bleibst du? Ich bring dich bis zur Höhle. Ach, du, ne? Ja, dann kann da wenigstens bis dahin nichts mehr passieren. Ach, Obi muss außen rumlaufen, oder wie? Nee, ach, Quatsch, nee, wir müssen doch vorne. Da unten lang. Wir müssen doch da unten lang, Danu, am Strand. Im Prinzip den Weg lang. Ja, ich habe aber keine Ahnung, wo der Weg hinführt. Setzt mich direkt vor den Vogel. Ja, klar. Soll ich da helfen bei dem Vogel? Nö. Haben wir gedacht, den Raptor wollte was zum Essen. Der braucht jetzt Bewegung, dem war kalt. Ja, müssen wir den Weg jetzt, müssen wir den Berg jetzt hoch oder müssen wir... Nee, bei unten. Das weiß ich. Da ist die der Höhleneingang ja auch schon. Also wohin? Jam. Er isst gerade den Vogel wieder zurück. Nein, andere Richtung. Okay. Ja. Dann keine Ahnung, wie Obi da abgebogen ist oder wohin er ist. Ganz vorne einfach. Ist doch am Meer, oder nicht? Ja. Eben, das ist nicht der Hügel hoch, Danu. Wir müssen runter zum Wasser. Das gibt's doch jetzt nicht. Warum kann ich mein... Oder nee, so. Hat die mich einfach entführt. Es ist... Ja. Eine solche Frechheit. Ich habe immer noch zu viel Gewicht. Soll ich da was abnehmen? Ja. Ihr müsst einfach zum Meer runter. Ey, wieder du was rein, wenn du zu viel hast. Jetzt geht's noch. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Schade, dass der Obi keine Fußstapfen im Schnee hinterlassen hat. Ah, leider. Bist du bei Ölfelsen vorbei? An einem Mammut, was im Schnee steckt? Ja, dann seid ihr schon halb richtig. Ja, das Mammut kann ich nicht befreien. Also nicht mit dem Vogel. Boah, hier ist aber echt fies, die Gegend hier. Finde ich aber gut. Also wenn du da reinfällst, Na komm, Vogel. Also ich stehe jetzt auf offenem Gelände, also ihr müsst eigentlich nur der Klippe folgen. Nicht schon wieder. So. Ist weiter als gedacht hier. Danu müsste ja Obi als erstes sehen. Ich sehe zumindest den Höhlenangang, ja. Ja, dann laufe ich da runter. Laufe ich prinzipiell richtig? Möchte ich doch hinbringen? Ja. Ist das darüber, da diese... Ja. Diese Klippe? Ja, dann bring mich doch hin, das ist am schnellsten. Kriegst du mich hier? Ja, ne? No. Hui! Hui! Das sieht aus, dieser Berg an Tieren da hinten drin. Setz mich nur bloß richtig ab, das könnte eng werden. Lieg erst ein bisschen nach rechts. Ja, so. Wunderbar. Dankeschön. Und hier lassen wir die einfach stehen, oder? Wenn ich da oben den Vogel so sehe, weiß ich nicht, ob das so eine super Idee ist. Können wir ein Stück rein mit dem Raptor in die Höhle? Hier, warte mal. Hier ist auf jeden Fall sicherer, wenn du möglichst nah an den Höhleneingang kommst mit deinem... Ich werde ihn einfach da abstellen. Ja, so rein komme ich mit dem Raptor nicht, zumindest nicht drauf sitzend. Ich denke auch, wir lassen den einfach hier stehen. Guten Tag. Komm noch ein bisschen näher. So. Ja, gut, dann kümmern wir dich um das Mammut. So.
So ist gut. So, und jetzt müssen wir selbst hier kriechen, um voranzukommen. Sollten wir nicht erstmal die Betten aufstellen zur Sicherheit? Ich wollte ja nur mal reingucken. Ja, wäre besser. Ich wollte nur mal reingucken. Achso. Er wollte schon mal sterben, damit es dann einen Grund hat, warum wir schnell das Bett aufstellen müssen. Ah. Ich wollte nur mal reingucken. Ich bin, doch so neugierig. Also komme ich überhaupt nicht mehr vorbei vor lauter Raptor. So. Wo bauen wir sie denn auf die Betten? Vorne, oder? Hier an der Klippe. Habt ihr eine Faun? Habt ihr. Alles mit. Alles vorbereitet, Bruder. Sind es drei Betten? Dann brauchen wir noch eine Foundation. Mo. Ist doch alles mit. Ich brauche überhaupt nichts machen, ich schau einfach zu. Ich nehme derweil mal meine Waffen wieder raus aus dem Spino, sag ich schon, aus dem Kano. Eine schöne blaue Shotgun, die ich mal irgendwo rausgelootet hatte. Und was hatte ich noch eingelegt? Ach, Pfeile hatte ich noch reingelegt. 150. Ne, 100 hatte ich reingelegt. 150 hatte ich insgesamt. So, das hat mal. Brauche ich noch mein Essen aus dem Raptor? Stimulantien, wenn es geht, auf die Schnellleiste legen. Genau, habe ich auf der 0 liegen. Da überleg fast, ob ich es auf die 1 ziehe, aber. Ja, ich denke, man kommt schon noch rechtzeitig ran. Die im Vorfeld zu nehmen, macht wahrscheinlich keinen Sinn, oder? Nein. Also, aber du kannst es nehmen, sobald dich irgendwas getroffen hat. Genau, aber wenn ich jetzt eine nehme und danach werde ich getroffen, dann zählt das Ding nicht. Mm-mm. Das ist schade. Gut, was machen wir jetzt mit der Rüstung? Das ist die Im ganz Moment große hier Frage. Hat es nur minus 4 Grad. Dann ziehen wir mal die richtige an. Hm? Ja, es geht. Ich denke mal, da verliert man kein Leben. Gut, drei Betten stehen hier. Ja, wir haben uns jemand, wir schaffen das nicht. Oja geht vor. Obi als Zweiter und ich als Letzter. Mhm. Also, bitteschön, Koja. Mhm. Mhm. Moment, aber wenn wir hier schon eine richtige Expedition machen, dann bin ich der Meinung, ja, dann muss auch ein Indiana Jones vorgehen. Moment, wie... Warte mal, so? So. Ah, jetzt haben wir gleich deinen Körperhut. Genau. So. Oh, Mann. Also ich finde das schon erträglicher als den anderen Anblick, immerhin. So. Mhm. Ihr nehmt die... Ich nehme mal die Shotgun hier als Waffe dann. Renn damit. Die ist nur langsam im Nachladen, wie ich gerade feststelle. Und hat ein Fadenkreuz, das so groß ist wie der Bildschirm. Gut. Man braucht nur hier ducken, nicht krabbeln. Boah. Ja, kann man hier nicht mehr ändern. Oh, ich dachte, ein Shotgun-Schuss reicht. Nicht unbedingt. War das mein Affe? Oder war das dein Affe? Ich weiß es nicht. Ich habe auch drauf geschossen. Moment. Ich werfe meinen Affen kurz ab. Mal schauen, was der für eine... Passiv. Attack your target. Machen wir den mal. So. Gut. Wo lang? Das war eine Frage. Ich weiß es nicht. Warte, machen wir mal hier lang. Erstmal da. Such dir einen Weg aus. Gehe ich recht der Annahme, dass man sich hier wunderbar verlieren kann? Warte mal ganz kurz. Wir machen das mal folgendermaßen. Habt ihr ganz viele Standing Torches dabei oder könnt welche bauen? Wie viel kriegen wir denn zusammen? Dass wir einfach immer mal so ein paar Standing Torches machen, wo wir waren.
Sonst kommen wir hier nie wieder raus. Ich glaube, ich habe sie noch nicht mal gelernt. Okay, Sekunde. Dann Standing Torches. Ich kann sie bauen, ich bräuchte nur das Material, wenn ihr was dabei habt. Ich bräuchte alles an Thatch. Thatch, Flint, Stone und Wood. Alles, was ihr da habt. Gar nichts mit. Okay, dann gehe ich, kurz raus an meinen Raptor, da habe ich drin. Ein bisschen hätte ich, mir fehlt bloß Stone. Okay, bin gleich wieder da. Stone habe ich natürlich gerade alles weggeworfen. Ja. Ja, komm. Bin ich nichts abbaubar? Ja, habe ich auch nicht im Raptor. Egal. Warte mal kurz. Ist hier rein so welchen Stone, den man abbauen kann? Ja. Sekunde. Ja, hierfür ist dieser Bergbauarbeiterhelm ganz nützlich. Ja, deswegen habe ich ihn dir vorher aus dem Kasten geholt. So, dann machen wir das. Was brauche ich jetzt noch? Wood. Wie viel Holz habt ihr dabei? Habt ihr da einiges? Wood habe ich nur 6 Stück. Oh Mann. Bin gleich wieder da. Ey, wer kommt denn an, dass du Standing Torches brauchst? Ja, oder habt ihr eine andere Idee, was man bauen kann, dass man einen Weg wieder zurückfinden? Keine Ahnung. Einfach durchlaufen und gucken, dass wir wieder rauskommen. Ja, das glaubst doch nur du. Was sind denn hier die nächsten Bäume? Das gibt's auch gar nicht. Brauchst du Hilfe? Ich bin nur wieder hochgerannt. Ich hoffe, ich brauche keine Hilfe. Da ist vor, wo ich runtergekommen bin, ein T-Rex runtergesprungen. So. Ich sehe noch keinen. Ich habe eine Shotgun. Ach, die Bäume hier geben wenigstens ein bisschen was. So, jetzt aber. Craftables. Zip, 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 zip. Standing Torches. Oh, sind auch nur 4. Woran mangelt's? An Thatch. Na gut, das kriege ich auch hin. Ich kenne doch unseren Orientierungssinn, das ist das Problem. Wir haben Danu dabei, dann geht das schon. So. Hast du jetzt alles? Ich hoff's. Hey, was? Oh. Leck. Langsam, langsam, stopp. Nein. Oh, das sah bei mir aus, als hätte es mich vorbeigeworfen. Alter. Hab dich doch genau aufs Bett gestellt. Oh. So, ich habe. Ich habe. Oh, ich habe ein bisschen wenig Wasser, merke ich gerade. Im Panoveren Kanten, da sind noch 2 Schlucken drin. Ja, dann nehme ich die. Meine hat nur noch einen Schluck. So, dann passt's. Also dann. Bin ich überladen. Oh, nehmen wir das noch über. Bin ich schon. Ich bin echt überladen von dem bisschen. Das ist diese blöde Pelzrüstung. Nehmt er die jetzt überhaupt mit oder lasst er die hier? Ich hab's draußen lassen. Im Dino gelassen. Okay, dann lasse ich die auch hier, weil die wiegt ja so sacke viel. So, dann, jetzt aber. Denke mal, dann passt's. Merkwürdigerweise hat man hier drin auch kein Eiswürfel. Nee, nur so ein Kristall. Wenn man hier hinten ist, noch nicht mal mehr. Okay. Weil du eine Fackel an hast. Ja, stimmt. Da ist was dran, ne? Habe ich meinen Affen noch? Habe ich noch. Ja. Gut. Na ja. Dann, setz mal halt fort. Also, dann würde ich hier jetzt eine Fackel setzen, wo wir herkamen, dass wir unseren Ausgang auf jeden Fall schon mal markieren. Mhm. Das wäre quasi dann. Gehst du da mal weg, bitte? Wer auch immer, wer ist das da gerade? Keine Ahnung. So.
Schaut's denn aus mit der Länge? Ja, noch so ein bisschen. Noch so ein bisschen machen wir, aber ich denke, den Hauptteil werden wir dann in der Tat in der nächsten Folge sehen. Das ist echt groß. War das gerade wieder Rücksetzung? Das war eine kleine Rücksetzung. Mein großes Problem ist nur... Wo kommt man hier lang? Es gibt drei Wege, deswegen ist das vielleicht ein bisschen verwirrend. Ja, also ich meine, wir könnten hier springen. Wenn ihr das wollt. Es scheint hier runter zu gehen bei mir. Zurückkommst. Irgendjemand wird von irgendwas angegriffen. Da unten waren, glaube ich, Spinnen oder so. Wollen wir hier runter dann, ja? Denke ich mal. Mhm. Ja, da sind Spinnen. So. Sonst noch eine Spinne? Und irgendwie war da noch eine zweite, oder? Ja, die ist hier aber der Seite runtergefallen, aber ich sehe sie nicht. Die habe ich gekillt, ist tot. Okay. Okay, dann müssen wir hier springen, schätze ich mal. Springen, nicht ducken. Dann springen. Ja, geh mal weg, du bist in der Sprung. Oh. So. Oder rüber springen. Ach du Scheiße. Das schafft ihr. Erstmal die Hose gemacht. okay. Hier, das müssen wir mal abbauen, den Stein, der ist im Weg. Hier scheint es auch nicht wirklich weiterzugehen. Weiß ich nicht. Nicht so richtig, ne? Okay, hat sich voll gelohnt, hier rüber zu springen. Warte mal, hier? Nö, auch nicht. Ist auch wieder Metallstein. Hier? Das so, weiß ich, das so ein paar Durchgänge versperrt sind. Ich war noch nie in Höhlen drin. Ich meine, ihr seid da die... Ich war auch nur in einer und die hat einen Anweg sozusagen. Mhm. Wir haben uns doch jetzt schon verlaufen. So, hier ist wieder der Sprung. Nein? Oh, da waren vier Spinnen drin. Ich glaube nicht, dass wir da runter sollten, oder? Ja, ich glaube nicht. Haben wir genug Zeug dabei, im Zweifelsfall eine Leiter zu bauen, wenn einer irgendwo runterfällt? Nein. Wir sind gut vorbereitet. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Dann, ja. Gut, dass wir an Leitern gedacht haben. Wie viel kann ich denn bauen an Leitern? Ich schau gerade mal. Ich könnte eine bauen. Yay. Thatch bräuchte ich. Foundations. Ja gut, Fetch bräuchte ich für Leitern. Ich weiß nicht, ob ihr noch habt. Fetch hätte ich dabei. Okay, dann gib mir das mal, dass wenigstens einer alles an Leiterset dabei hat. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann geht es hier durch die Höhle. Und das hoffentlich ergiebig bzw. erfolgreich. Was suchen wir hier eigentlich? Ein Artefakt, ne? Das kann man ja auch mal sagen. Die gibt es in jeder Höhle, die Artefakte. Und die muss man sammeln, um diese großen... Ja, diese Bossgegner, möchte man fast sagen. Brutmutter. Die Brutmutter, die Bratmother. Und kann man eigentlich noch mehr beschwören? Den Drachen? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Nee, Drache geht nur mit Cheat. Nur mit Cheat, noch nicht richtig. Alles klar. Also, um die Brutmutter einmal zu beschwören, bräuchte man hier die ganzen Artefakte und noch so ein paar andere Zutaten. Und das unter anderem neben dem Abenteuer und Chitin, was man hier sammeln kann von den ganzen Insekten. Das versuchen wir aus der Höhle hier rauszubekommen. Mal gucken, ob es uns wieder rausbekommt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
kürzt diesen Endscreen jetzt einfach mal ganz frech ab, damit wir nicht so lang in der kalten Höhle stehen müssen. Denn der Lief läuft nämlich immer durch. Also, wir sehen uns.